Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film auf dem Kanal von GeroD. Ja, und ihr habt richtig gesehen, es geht heute in diesem Video nicht explizit um das Thema Camping, um das Thema Wohnmobil oder Wohnmobilzubehör. Nein, vielmehr geht es um eine Neuanschaffung, die ich vor einigen Monaten getätigt habe und von der ich so begeistert bin, dass ich mir gedacht habe, da mache ich einfach mal ein Video drüber. Konkret geht es um den Fahrradanhänger der Firma Burley, nämlich das Modell Travoy. Und ich glaube, hieran kann man schon erkennen, dass es eins der ersten Features. Dieser Anhänger ist nicht nur unglaublich leicht, 4,5 Kilo, er lässt sich auch wahnsinnig klein zusammenfalten und damit praktisch überall mit hinnehmen. Und genauso schnell, wie ich diesen Anhänger zusammenklappen kann, kann ich ihn natürlich auch wieder aufbauen. Das ist ganz einfach. Im ersten Schritt drehe ich hier oben an dem gelben Griffstück. Damit wird praktisch die Verriegelung entsprechend entsperrt. Dann kann ich den oberen Teil hochklappen. In der zweiten Stufe mache ich das jetzt hier genauso. Auch hier wieder entsperre ich praktisch über das Drehen des gelben Griffstücks, komme damit praktisch in den Bereich der Deichsel, die damit wieder freigegeben wird. Und hier unten kann ich einmal an diesem Drahtstück ziehen. Damit kann ich die letzte Stufe auseinanderfalten. Schon habe ich mein Grundgerüst wieder stehen. Die Reifen werden einfach nur gesteckt, ganz einfach nur hier unten in die Achse rein. Zack, habe ich den ersten Reifen drauf. Und wenn ich das Ganze auf der anderen Seite dann wiederhole, auch eben einfach nur draufstecken, schon ist mein Anhänger wieder einsatzbereit. Und die schnelle Einsatzbereitschaft, die zieht sich auch durch bei der in Anführungsstrichen Montage der entsprechenden Anhängerkupplung. Das ist nämlich eine Schnellkupplung. Ganz einfach wird die nur um die Sattelstange gelegt, verriegelt und zack, meine Montage ist schon bereits komplett vorgenommen. Das hat nämlich den ganz, ganz großen Vorteil, dass ich innerhalb von Sekunden meine entsprechende Anhängerkupplung auch beispielsweise mal an einem anderen Fahrrad montieren kann. Wie wird nun der eigentliche Anhänger montiert? Ebenfalls super einfach. Im Prinzip wird hier nur die Kupplung einfach draufgesteckt, dann fährt dieser kleine Verriegelungsschritten zurück und ich drücke die Kupplung drauf und schon fährt dieser Verriegelungsschritten wieder nach vorne. Das heißt, er sichert praktisch den Anhänger jetzt gegen ein vermeintliches Lösen und schon bin ich fertig. Es sind wirklich unendlich viele Details, wo man einfach merkt, dass Burley schon viele, viele Jahre Erfahrung im Bereich der Fahrradanhänger hat. Beispielsweise kann ich hier die Zugstange in der Länge entsprechend auf mein Fahrrad ebenfalls anpassen. Dazu wird einfach nur der Schnellspanner entsprechend gelöst und dann bin ich in der Lage, hier über eine Teleskopfunktion eine Verlängerung bzw. Verkürzung der Zugstange durchzuführen. Aber dieser Fahrradanhänger kann noch viel mehr. Er lässt sich beispielsweise auch als Handwagen einsetzen. Einfach nur die Zugdeichsel weggeklappt und schon habe ich wieder einen praktischen Handgriff und kann diesen Wagen ganz bequem hinter mir herziehen. Wenn ich jetzt beispielsweise einkaufen fahre, nutze ich den Anhänger zunächst einmal ganz klassisch in der Fahrradanhängerfunktion. Dann entkoppel ich den von meinem Fahrrad, muss mir keinen Einkaufswagen besorgen. Erledige ganz bequem meinen Einkauf, indem ich diesen Wagen hinter mir herziehe. Die Taschen werde ich gleich auch im Video hier nochmal kurz präsentieren, die man jetzt gerade im Bild hier sieht. Ja, dann gehe ich an der Kasse vorbei, gehe raus, klappe meinen Bügel wieder entsprechend in die Fahrradanhängerfunktion und kann dann wieder nach Hause fahren. Was ungemein praktisch ist dabei, ist die Tatsache, dass dieser Anhänger auch entsprechend hier eine Aufstellfunktion hat. Das heißt, ich kann ihn jetzt hier einfach kippen. Hier unten ist so ein entsprechender Bügel, der schützt dann praktisch den Boden und sorgt dafür, dass dieser Anhänger praktisch von alleine stehen kann. Und auch die 12,5 Zoll Luftreifen, die kommen mir sehr entgegen, weil ich beispielsweise damit auch mal eine entsprechende Stufe überwinden kann, indem ich einfach nur aufgrund der Größe diesen Anhänger dann praktisch darüber herziehen kann. Diese 12,5 Zoll Luftreifen, die federn auch wirklich richtig gut und ich habe es auch tatsächlich nicht geschafft, hier selbst auf einer Wiese, die ich mit dem Fahrrad befahren habe, die sehr, sehr uneben war, diesen Fahrradanhänger entsprechend womöglich sogar umzuschmeißen. Bin ich sehr begeistert von, ganz tolle Geschichte, dass man eben nicht so ganz kleine Reifen hat. Ja, das Befestigungssystem dieses Anhängers, das ist ebenfalls absolut durchdacht. Ich habe hier von diesen, ich sage jetzt mal, Verzurpunkten 8 Stück im Rahmen entsprechend hier befindlich. Und da werden zum Beispiel die 2 mitgelieferten Spannriemen befestigt, nämlich in der Form, dass über diese entsprechenden Nupsis hier einfach nur mein Spannriemen praktisch eingeklemmt wird. Zack. Und dann kann ich mir auf der anderen Seite beispielsweise ein entsprechendes Gegenstück aussuchen und kann damit dann meine Last ganz einfach befestigen. Dieses Prinzip der Befestigung nehmen verschiedenste Taschen von Burley, aber auch von Drittherstellern nämlich auf. Und ich habe mir eben 2 Taschen gekauft, die ich auch ganz kurz noch mal zeigen möchte.
Ja, hier nochmal ein Blick auf die Quedo-Taschen. Die sind explizit für diesen Anhänger gebaut. Wie gesagt, das Befestigungsprinzip ist exakt das gleiche. Man arbeitet hier wieder mit diesen entsprechenden Montagepunkten. Und was ich einfach toll finde, das findet sich dann jetzt hier in den Ausführungen auch wieder, dass die eben absolut passgenau sind. Natürlich nicht nur, was die Montagepunkte betrifft, sondern man sieht auch, dass die Taschenbreite hier genau passend auf diesen Anhänger eben entsprechend hin abgestimmt ist. Der passt nämlich beispielsweise genau in diese Anhänger seitigen Spritzschutzlaschen. Und was ich eben super finde an diesen Taschen, man kann die bei Nichtgebrauch, ja, einerseits natürlich innerhalb von Sekunden abnehmen, man kann sie aber auch entsprechend einfalten. Das will ich auch mal eben zeigen. Hier unten ist so eine Lasche drin, damit kann ich praktisch den Boden hochklappen. Ja, und dann fallen diese Taschen schon zusammen und dann haben die hier wieder Druckknöpfe und dann kann ich die einfach bei Nichtgebrauch auch beispielsweise einfach nur wieder zusammenfalten. Wenn ich nur die untere Tasche brauche, ja, dann habe ich hier entsprechend nur eine Tasche dann in der Verwendung. Ja, es gibt eine Menge an Zubehör für diesen Anhänger. Hier zum Beispiel der Regenschutz, den ich mir noch zusätzlich gekauft habe. Es gibt aber auch einen Regenschutz, den ich hier über Klett einfach nur auf der jeweiligen Tasche befestigen kann. Da gibt es im Zubehörhandel eben einiges zu kaufen. Von hier hinten hat man noch mal einen ganz guten Blick auf die Spurbreite und da möchte ich ganz kurz noch mal drauf zu sprechen kommen. Das war nämlich genau auch einer der ganz wesentlichen Entscheidungspunkte für den Kauf durch meine Person. Ich habe nämlich ganz bewusst nach einem Anhänger Ausschau gehalten, der eben hinten möglichst wenig aufträgt. Die Spurbreite ist nur 56 cm. Mit anderen Worten, wo ich vorne mit meinem Lenker durchkomme, komme ich problemlos auch hinten mit dem Anhänger durch. Und ich kann es wirklich garantieren, diese 4,5 Kilo, ich merke sie de facto nicht. Apropos Kilo, dieser Anhänger kann bis zu 27 Kilo transportieren. Und jetzt nehme ich einfach mal die Tasche hier raus und möchte damit auch nochmal Folgendes zeigen. Das Maß, was ich hier habe in der schon genannten Spurbreite von insgesamt 56 cm, reicht auch aus, um Getränkekisten zu transportieren. Wie gesagt, das passt da praktisch saugend zwischen. Überhaupt kein Problem, habe ich auch schon gemacht. Dieser Fahrradanhänger hat tatsächlich mein Fahrradleben nochmal wesentlich verändert, nämlich in der Form, dass ich noch mehr Einkaufsfahrten eben mit dem Fahrrad erledige. Also ich habe den wirklich mehrmals in der Woche im Einsatz, bin absolut begeistert. Ich kann nicht einen einzigen Kritikpunkt jetzt aufzeigen. Ich finde, das war ein lohnender Invest. Apropos Invest, 270 Euro habe ich bezahlt. Und ich finde, das ist ein angemessener Preis, auch wenn es eine Stange Geld ist. Aber ich finde, die Qualität und die Möglichkeiten, die ich damit hier habe, die rechtfertigen eben auch diesen Preis. In diesen 270 Euro sind allerdings nicht die Taschen hier enthalten gewesen. Für diese Tasche beispielsweise habe ich 39 Euro bezahlt, für das größere Modell unten 49 Euro. Aber wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge noch an Zubehör und da kann man nach Belieben sich noch entsprechend eindecken. Ja, jetzt hat das Video doch schon wieder relativ lange gedauert, aber ich denke, ich musste das einfach mal in der Detailtiefe hier auch aufzeigen. Das ist ein tolles Produkt, von dem ich wirklich begeistert bin. Ich würde es jederzeit wieder kaufen. Ich hoffe, ich konnte einen guten Eindruck entsprechend verschaffen und ich sage damit mal auf bald.